Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Osterhände Wohnwagen und Wohnmobil. Diesmal geht es um die kleine Wasserpumpe, die wir hier ja im Fahrzeug verbaut haben. Unsere ist kaputt, sie pumpt nicht mehr. Und wieso, weshalb, warum? Ihr seid dabei, wir gehen ins Detail. Da seht ihr das Ding mal von innen und das ist wirklich interessant, weil das seht ihr ja nicht alle Tage, aber das seht ihr eben bei Studio Osterhände, ne? Auf geht's! Diese kleine Tauchpumpe hier, die haben wir ausgebaut und das hatte seine Bewandtnis. Die sitzt hier drinne in diesem Fass. Ja, wenn wir das hier losdrehen, dann sitzt hier unten unsere neue Tauchpumpe drin. Die haben wir hier eingebaut. Und zwar ist das diese hier. Ja, und wenn wir diese und diese angucken, ich würde mal sagen, die sind nahezu identisch. So, das sind identische Tauchpumpen hier. Das ist in unserem Wassertank. Das mussten wir erstmal eben testen. Selbst hier vorne die kleinen Pinöpel, das ist alles gleich. Diese ist hier auseinandergegangen. Was damit passiert ist, das seht ihr jetzt hier. Diese hier, das ist eine Barbik. Wir machen euch eine kleine Verlinkung. Ja, hier vorne könnt ihr das sehen, was für eine das ist. Die geht hier wieder in den Tank rein. Hier oben die Schelle, die müssen wir natürlich auswechseln. Das ist eine alte, die wechseln wir natürlich noch aus. Ne? Die soll nicht so verrostet sein. Die Installation dieser Pumpe ist einfach. Da steckt ihr dieses Kabel hier oben durch diese kleine Gummiöffnung. Und hier unten wird der so konisch drauf gesteckt, der Schlauch. Also immer einen schönen Lappen zur Seite, zur Kante haben, damit man das alles so ein bisschen sauber machen kann. Das ist wichtig. So, und hier oben diese Schelle, ja, die wollen wir mal erneuern. Da gehen wir mal bei. So, diese Schelle, die konnte ich hier runterziehen. Die alte, das war kein Problem. Und die kommt erstmal beiseite. Das Ganze wird hier gut gereinigt. Und diesen Schlauch gucken wir uns jetzt auch mal eben an und reinigen den auf. So, hier setzen wir natürlich eine neue Schlauchstelle drauf. Hier oben. Hält gut. So, und diese Pumpe stecken wir dann wieder hier oben drauf. So. So, und dann kommt das Ganze hier wieder rein. Und hier drinne ist eine Vertiefung. Direkt hier sitzt dann die Pumpe drüber. Also das muss ja alles noch durchgereinigt werden. Aber hier ist der Abfluss, dass, wenn wir den Stöpsel ziehen da unten, dann läuft das Wasser nach unten raus. Und den Stöpsel können wir ziehen über diesen Zugang, die Öffnung. Wir müssen natürlich hier diese Dichtung nachgucken, ob das alles so glatt ist und ob dort eben keine Leckage entstehen kann, wenn es schwappt während der Fahrt. Kommen wir zu dieser Pumpe. Wir werden das hier mal anschließen. Wenn wir uns diese Litze hier anschauen, dann sehen wir, dass die hier so richtig verkohlt ist. Ja, da hat schon richtig Strom drauf gesessen. Dann, das ist schon echt so grenzwertig, wenn die so braun angelaufen sind. Das ist nicht gut. Die Pumpe hat ja auch einen dicke Backen gemacht sozusagen. Die ist ja hier wirklich ein bisschen dicker auseinandergegangen. Und sie läuft zwar noch, wenn wir unsere Pumpe jetzt hier mal dran halten, an diesen beiden Strippen. Dieses Klappern. Und sie pumpt nicht mehr. Warum das so ist, das gucken wir uns mal an, warum sie nicht mehr pumpt. Zum Vergleich lassen wir jetzt diese Pumpe einmal laufen, die neue. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, ne? Wie die klingt. Hört mal. Da ist Rabatz hinter, da kommt was. Ja, da ist richtig Zug. So, im Gegensatz zu dieser alten. Da knurrt was, da will was nicht richtig. Aber die pumpt auch nicht und das gucken wir uns noch an, warum die nicht pumpt. So, die kommt hier wieder rein. Wir hören jetzt im Hintergrund das Plätschern und wir gucken mal hier in diese Pumpe rein, weil die hat ja nicht mehr gepumpt
Und das ist ja alles verklebt. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die in irgendeiner Form öffnen können. Ich glaube, wir fangen hier oben an und müssen versuchen, den oben mal runter zu hebeln. Da, ha, da, guckt mal rein hier. Kein Wunder, ne? Ich sag ja, wenn das hier in diesen Leitungen, ja, da könnt ihr jetzt mal reingucken. So sieht der Motor von innen aus, ein kleiner Motor drin. Aber wenn die Leitungen schon so komisch aussehen, dann ist das Wasser hier in den Leitungen hochgestiegen und da gab es schon Kurzschlüsse und das war schon alles oxidiert. Na, diese kleinen Leitungen, die sind schon oxidiert, die müssten blank sein, ja. Jetzt gucken wir uns das auch weiter an. Selbst unter solchen Bedingungen arbeitet noch so ein Motor. Ich will mal sehen, ob ich euch da anders rankriege. So. Dieses Kabel hier, seht ihr, wie das hier verdreht ist? Das kommt, weil der hier unten schon mitgedreht hat. Der hier. Der Motor hier, der hat schon fleißig seine Runden mitgedreht und hat somit hier das Kabel schon halbwegs abgekillt. Wir wollen mal schauen, ob wir den hier rauskriegen. So können wir den hier raushebeln. Das ist alles verklebt. So, und da, das ist der Augenblick, wo Jumbo kein Wasser mehr lässt hier. Ihr seht es, ihr seid live dabei. Das nenne ich immer wieder großes Kino. Hier könnt ihr jetzt mal wieder Einblicke kriegen, wie dieser Motor hier drin saß. Und deswegen hat er sich auch nicht mehr, hat er nicht mehr gepumpt hier unten. Das ist alles lose. Ja, aber die Motoren sind eisern. Wir schließen den hier nochmal an. So, wir haben den hier mal angeklemmt, hier an diesen beiden Klemmen hier vom Ladegerät. Und wenn wir jetzt gucken. Also, jetzt dreht er nicht mehr so schön. Könnt ihr das hier funken sehen? Also drehen tut er noch, aber der ist Schrott, ne? Der ist natürlich hinüber, ne? Der ist Schrott. Aber wir haben ihn noch mal laufen lassen, sonst wären wir ja nicht Studiose hinne, ne? Wenn wir das nicht bis zum Ende versuchen. Aber der ist hinüber. Jetzt gucken wir mal hier rein. Der hat sich nämlich hier abgedreht, hier vorne an der Spitze. Der ist auch ganz warm. Der geht jetzt mal so in Schrott. Und hier drinne, wir können noch mal reingucken, hier unten in das Pumpengehäuse. Da kommen wir aber nicht ran. Da können wir uns interessehalber mal, weil die neue Pumpe ja genauso aufgebaut ist, mal das Pumpengehäuse angucken. Und das kriegen wir hier eigentlich recht simpel auf. Das ist also alles verklebt. Da kann man also auch nur, ja, ganz vorsichtig vielleicht so eine Reparatur durchführen. Aber das kann alles gleich stumpfe Müll. Im Auseinanderbauen waren wir schon immer gut. Und im Schnell-Auseinanderbauen waren wir eigentlich noch viel besser. Ja, die ist hinüber. Wir wollen da mal reingucken. Die Abonnenten und die ganzen Zuschauer, die sagen, da gucken wir mal rein, wie sowas. Zack. Da ist es weg. Hier sehen wir unser Pumpenrädchen, hier, das hier, das hat natürlich keinen Wert mehr und das hat sich hier von der Welle gelöst. Das ist der Fehler von dieser kleinen Pumpe. Jetzt sind wir ihm auf den Weg gegangen, ja, hier sehen wir es nochmal. Hier sitzt das, da hinten sitzt der Motor drin, hier, und hier ist das Pumpenrädchen und das ist natürlich völlig abgeschliffen und runtergeeiert. Was haben wir hier noch? Hier. Da ist schon ein Ventil eingebaut. Das ist interessant. Da haben wir schon ein Ventil. Das wussten wir nicht. Das haben wir jetzt hier gelernt. Das wird in der anderen Pumpe auch drin sein. Und zwar haben wir hier ein kleines Rückschlagventil. Das heißt, damit das Wasser nicht wieder zurückfließt. Und damit haben wir dann auch den Druck in der Wasserleitung. Wir haben in dem Schlauchsystem noch ein Rückschlagventil sozusagen. Aber das ist interessant.
nicht wahr? Hier sitzt nochmal ein Rückschlagventil sozusagen, dass das Wasser nur in die Richtung kann. Das gleiche Teil haben wir ja bei der Pumpe unten nochmal dran. Ja, damit wir den Druck halten können, hier so ein bisschen jedenfalls, ja. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal um, wie das hier drinnen aussieht. Ich hoffe, ihr könnt mehr sehen als ich. Hier sitzt unsere Pumpe. Wir haben versucht, das hier alles so gut wie möglich zu reinigen. Ich hoffe, ihr könnt hier ein bisschen mehr sehen als ich. Ich sehe jetzt gar nichts. Ja, da unten sitzt die Pumpe. Und die neue Pumpe sozusagen, die, ja, das ist der Tank sozusagen von innen. Nachdem wir alle Anschlüsse neu gemacht haben, haben wir jetzt mal richtig Wasser aufgefüllt. Und ich hoffe, ihr könnt das hier alles sehen, wie das hier alles blubbert. Das ist unsere Abdeckung, die muss hier wieder gegengetickert werden. Ihr erinnert euch, wir haben das Teil hier raus gehabt. Das muss hier wieder gegengetackert werden. Aber wenn wir das alles voll haben, dann seht ihr hier, wie das ganze Wasser auch hier im Rohr steht und dass das hier alles dann trocken sein muss. Das überprüfen wir natürlich hier mit den Überläufen. Ja, diese Gummidichtung, dass das hier eben alles dicht ist, das müssen wir jetzt überprüfen, weil während der Fahrt können wir sonst böse Wunder erleben. Trotzdem würde ich vorschlagen, den Tank während der Fahrt nicht hundertprozentig voll zu knallen. Ja, und jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal an auf dem Display. So, wenn wir auf diesen Display jetzt hier oben den Taster drücken, hier auf Frischwasser gehen, leuchtet er auf. Er zeigt uns drei Viertel voll an. Das ist hier unten, die untere Anzeige ist Wasser leer voll. Hier ist der Abwassertank, der ist leer und das sind die Batterien, ja, Batterie 2, Batterie 1, Frischwasser. Und jetzt lassen wir den Tank mal ab. Hier hören wir jetzt die Pumpe, wie sie läuft. Und hier das Wasser, wie es spritzt. Und jetzt baut die Pumpe hier einen gewissen Vordruck auf. Das heißt, ich drehe jetzt den Strom mal ab von der Pumpe. Und ihr seht, es dauert, jetzt ist keine Pumpengeräusch zu hören. Es dauert eine ganze Zeit, bis der Strahl da hinten nachlässt. Jetzt geben wir wieder Gas. Weil die Pumpe einen gewissen Vordruck aufbaut. Dieses System mit der Pumpe hier zum Ein- und Ausschalten und die Pumpe fängt an zu laufen, ist natürlich in keinster Weise mit der Druckwasserversorgung zu vergleichen. Ja, wo wir einen Tank haben, der achtet immer, dass Druck auf der Leitung ist. Und sobald wir ihn runternehmen, den Druck oder irgendwo Stoff geben, dann fängt die Pumpe an zu laufen. Aber hier wird auch ein kleiner Druck in den Leitungen aufgebaut über die Pumpe und da kommt schon ganz ordentlich Wasser. Also beim Wohnwagen ist das nicht so. Denn bei unserem Wohnwagen aus diesem Modellreihe heraus, da war nur eine Pumpe von 0,5 Bar verbaut und diese hat 1,4 so Druckleistung. Also auf 14 Meter kann die drücken sozusagen. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Und jetzt lassen wir das hier einfach mal in den Dingens laufen. In den Abflusstank, damit wir die Tanks mal voll kriegen, damit wir hier mal Gewicht drauf kriegen auf den Wagen. Ne? Hier an dieser Stelle können wir auch mal sehen, wie gut wir jetzt hier regulieren können. Ja, wir können ihn nur ein bisschen anmachen, ein bisschen püdeln lassen oder volle Granate. Ne? Warmwasser geht auch, Kaltwasser. Ja, aber das ist so auch völlig ausreichend. Das ist schon gut so. So, wir haben jetzt unseren Trinkwassertank soweit überarbeitet und das Originalschild, was vorher hier oben drin geklebt hat, hier oben, ja, da kann es ja keiner lesen, aber wir wollten das ja auch nicht, dass es wegkommt. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, hier kommt es wieder ran, ja. So, überarbeitet mit einer Schutzfolie überzogen. Da sieht das wieder gut aus. Ja, wunderbar. Das macht doch guten Eindruck, ja.
So, wir hoffen, euch hat der Film gefallen. Und wenn er euch gefallen hat, abonniert uns, dann seht ihr die anderen Filme auch. Wir gehen öfter mal ins Detail bei diesen Dingen, machen gute, große Aufnahmen. Gut, weiß ich nicht, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ja. An dieser Stelle nochmal einen schönen Dank an einen edlen Spender. Ne? Wir haben auch mal Geld gespendet bekommen, also wirklich 25 Euro. Hier schöne Grüße an den Klaus und schönen Dank dafür. Für Equipment, Technik etc. Das war natürlich eine tolle Sache, muss ich wirklich sagen. Ja, damit möchten wir uns hier nochmal extra bedanken, persönlich bedanken bei solchen Summen. Das ist dann doch schon sehr aufmerksam. Schaltet wieder ein, wenn es da heißt, Studio Osterne, Wohnwagen und Wohnmobil. Bis dann. Tschüssi.